Die Taktik war gar nicht so schlecht. Ja, die war echt gut. Man muss sie nur ein bisschen verfeinern. Ich muss mich konzentrieren. Es geht wieder los. Ab ins Getümmel. Nein. Alle gesessen, die Schläge. Sehr nice. Sehr, sehr gut. Bitte nicht in die Ecke. Ich mag es auch, dass er immer sich schön hinlegt. Auf die richtige Seite, ja? Den Kopf immer links von mir. Nein, Mann. Das kann doch nicht sein. Es lief so gut und dann werde ich gegen die Wand gedrückt. Ja, ich sehe schon, was ich machen muss. Mach schon! Was hiermit? Weiß es noch nicht. Wir probieren es mal. Vielleicht? Auch nicht? Nein? Hm, cool. Junge, ich. Krieg den noch nicht mal zur Hälfte weg. Nervt. Es nervt mich. Es nervt mich extremst. Okay. Okay, ich meine, die Taktik ist gut. Irgendwas mache ich falsch. Wahrscheinlich sind es meine Skills. Ich probiere nochmal einmal hiermit. Einfach so. Weil das ist unfair. Die sind auch zu zweit. Also bei Gegnern, wo ich denke, ja, okay, die sind nicht wirklich zu zweit, aber doch. Ist einmal der Erzbischof, ja, und einmal ist es der Arsch vom Erzbischof. Und das ist für mich schon zu zweit. Gespenst.
Komm schon. Der hat gesessen. Das mache ich, Kollege. Oh, ich sehe gerade, meine Waffe ist gleich im Abkacken. Ich komme sofort wieder. Okay, cool. Wichtig ist das Gespenst hier für diese Phase. Das ist für mich wichtiger. Ja. Nein. Ja. Und trotzdem macht er mir immensen Damage. Alter, kann ich den auch mal stunnen? Geht das auch? Lässt du dich mal stunnen, Kollege? Okay, was zum Henker. Oh Gott, er ist auf ihn los. Ich könnte jetzt sagen, Glück gehabt, aber... Er hilft mir ja sehr. Es war nicht ganz fair. Ja, eigentlich will ich nicht die Gespenster rufen, aber ich bin schon so oft gestorben bei dem. Es reicht. Es reicht. Ich muss auch mal weiterkommen hier. Verdammt. Okay. Was ist das jetzt für eine Seele? Was passiert da? Wohin mit dir? Wer ist das? And now, the stage is set. Ja. Ist das der Puppenkönig? Ist das der Puppenkönig? Mein Freund, ich danke dir vielmals, wer auch immer du bist. Aber wir haben ihn eliminiert. Ergo eines verdorbenen Engels. Ja, das... Ich hab dir nur geholfen, mein Freund. Nur geholfen. Und jetzt aktivieren wir erstmal den Stargazer. Das ist absolut notwendig. Puh. Junge, das war echt ein harter Fight. So. Wir kamen von da hinten, glaube ich, ne? Ich glaube, da hinten müssen wir jetzt durch. Ich mache einen kurzen Cut, weil mein PC ist momentan so ein bisschen... Der fuckt mich ab. Der stürzt immer mal wieder ab sich nur. Ich muss mal gucken, woran das liegt. Aber ich mache hier gerade eine Aufnahmesession. Oder besser gesagt, ich beende hier die Aufnahme, starte direkt eine neue, damit meine alte Aufnahme nicht verloren geht, ja? Weil das ist natürlich etwas Schwieriges gewesen hier. Das kann ich nicht einfach wiederholen. Deswegen, ich mache einen kurzen Cut. Also bis gleich. A few moments later. Und schon sind wir wieder da. Wir können direkt weiterlaufen. Ich glaube, hier haben wir nichts, was wir noch finden könnten. Die Orgel klimpert vor sich hin. Die Seele von dem alten Erzbischof ist verloren.
Und ein Geheimgang macht sich auf. Doch nicht. Okay, wir gehen mal wieder diesen normalen Weg hier. Wir haben knapp 13.000 Ergo. Mit anderen Worten, wir müssen uns ein bisschen leveln gehen, glaube ich. Bevor ich hier alles verliere. Ist das richtig, wo ich hinlaufe? Von hier kam ich nicht, ne? Nö. Nö. Oh. Aufzug. Sonst haben wir hier nichts. Was haben wir eigentlich von dem bekommen? Haben wir irgendwas bekommen? Ich... Oh ja, hier, den hier. 5000 Ergo können wir hier rausholen. Ergo eines verdorbenen Engels. Schön. Gefällt mir. Na, dann wollen wir mal. Aber ist das ein... Ist das jetzt ein besonderes Ergo? God's name happened here. Oh, Jiminy. I haven't a clue myself. There's gotta be someone at the hotel who knows something. Schon wieder ausgegangen. Okay. Ja, irgendwas ist hier nicht wirklich im Lot. Irgendwas läuft hier komplett schief, mein Freund. Da hast du recht. Was ist das? Ein buntes Fragment. Aber dieses Fragment jetzt hier, das hier, ist das jetzt was Besonderes? Kann ich damit... Weil da steht der Ergo eines verdorbenen Engels. Seltenes Ergo. Das ist nur das Ergo. Wir konnten doch Dinge herstellen. Ich sollte das mal ausprobieren später. Okay, wo... Oh, was ist denn... Was ist denn mit dir da oben passiert? Mein Freund, du siehst ein bisschen hungrig aus. Wo sind wir denn? Der Pfad des Pilgers. Waren wir nicht schon mal? Was ist das? What the fuck? Oh mein Gott. Jetzt haben wir auch noch Zombie-Hunde hier am Rumkadavern. Extrem ekelhaft. Okay, das sieht doch ein Blinder. Das ist eine Falle. Ja, können die da auch reinlaufen? Ich probiere es mal. Sind die so blöd? Die sind so blöd. Es war nur ein Test. Und den Test hat er nun mal nicht bestanden. Oh mein Gott. Beruhig dich mal. Wo kam der denn jetzt her? Junge, der Erzbischof war mit Abstand der härteste Gegner bisher. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krat's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Da hinten ist ein Stargazer, glaube ich, ne? Da gehen wir sofort hin. Habe ich auch keine Ausrüstung bekommen? Ich dachte, ich hätte irgendwas Ausrüstungsmäßiges bekommen. Wahrscheinlich nicht so, nein. Egal. Gut. Was liegt denn hier? Was zum... Alter, ich dachte gerade, ein Rabe greift mich an. Da ist ein Rabe. Da war ein Rabe. Untersuchen. Du kannst das jetzt nicht benutzen. Okay. Ich lese mal. Vielleicht kriegen wir eine Info dazu. Ein Kind, das ein Segen für seine Familie war, liegt hier. Möge er in Frieden ruhen. Was haben wir bekommen? Ich kann nicht alles. Oh, hier. Sammlerstück. Lächelnde Hasemarke. Ein geschnitzter lächelnder Hase. Er wurde auf dem Friedhof der Gruftslums des Malum-Districts hinterlassen. Der lächelnde Hase ist ein wohlbekanntes Zeichen der Stalker. Man sagt, dass er an einem bestimmten Orten als Eintrittskarte fungiert. Aha.
Interessant. Hierfür? Nein. Ich dachte schon, wir können die Marke jetzt hier einfach einsetzen und ab dafür. So, was bist du? Wollt ihr eine Marke? Ihr seht so hilfsbedürftig aus. Nein, die wollen keine Marke. Okay, dann ab zum Stargazer und dann gehe ich ganz kurz zurück zum Hotel und gucke, ob wir dieses Ergo irgendwie nutzen können. Was ist das? Natürlich, immer. Jedes Mal. Es ist immer derselbe Scheiß. Ich finde einfach nicht die richtige Seite. Auf Anhieb. Stargazer benutzen. Teleportieren, ja. Oha, im Hotel. Was ist das? Bücherei der Kathedrale von San Francisco? Was können wir denn da machen? Die Münze? Wem können wir die denn geben? Oder wo können wir die einsetzen? Können wir die vielleicht... Ist sie nicht irgendwie eine Münzensammlerin? Wo ist denn die eine? Cecils schriftliches Geständnis. Danke für Ihre Hilfsbereitschaft. Ich bin ein Sünder, der in der Vergangenheit unschuldige Menschen ermordet hat. Ich schaffte es nicht, das Monster in mir zu unterdrücken. Nur der Erzbischof konnte mich retten. Ja, und den haben wir erledigt. Natürlich war er ein Mensch, der Fehler machte. Selbst Heilige verfallen im Reichtum und der Macht. Doch ich kann wenigstens ich selbst sein, was ein großer Segen ist. Also ja, ich glaube, dass er ein Heiliger war. Beten? Jetzt hast du den zweiten Pfad eröffnet. Danke, dass ich als Mensch leben darf und nicht als Monster. Adieu, Cecile. Schön, Divine Service. Das ist nicht die Münze, es ist eine Schallplatte. Es wird langsam röter und röter. Das muss der Beweis für die rosarote Liebe sein. Du wirst wieder flüstern. Für Gott, für die Person, die du liebst. Divine Service, ein Lied für jedes Verhältnis. Aufgrund von meiner Angst vor YouTube werde ich das nicht abhören, weil ich weiß nicht, ob das lizenziert ist, geschützt ist, ne, ihr versteht bestimmt, ne? Ab zum Hotel Krat. Schön, dass mir sowas angezeigt wird. Ich wäre hier niemals zurückgekommen. Also, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht wegen der Münze, weil sie hat ja schon mal nach einer Münze gefragt, aber eben nach einer bestimmten und nicht nach mehreren Münzen. Ja, das ist... Okay, das Erste, was ich machen möchte, ist... Moment. Wir haben doch hier die Möglichkeit... War das hier an dem Ding? Modifizieren? Nee, das war's nicht. Herstellen? Nee, hier brauchten wir die Stecker für. Wo konnte ich denn nochmal diese einzigartigen... War das bei dir? I've been investigating the puppet frenzy and it looks like I need your help. Was? First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. Okay, cool. The name lacks a certain flair, but I assure you it works. Ich glaube dir aufs Wort. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. You, on the other hand, would you? Was bekomme ich? Was bekomme ich? I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the ergo itself is corrupted. Okay. Or at least compromised.
I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. Mm-hmm. It breaks my heart to see puppets turned into murderous tools of bloodshed. Ja, ja. Ergo Wellenlängendekodierer. Okay, machen wir. Klar. I always welcome friends. Ja, kannst du. Schleifstein wechseln, das ist es nicht gewesen. Wo war das nochmal? Verdammte Kacke. Ich weiß es nicht mehr. Wie geht's eigentlich unserer Katze? Ist nicht unsere, aber... Oh. Hi. Ich habe diesen Ort regelrecht organisiert. Also nichts verstellen. Jawohl. Ma'am. You know that stalker? Ja, ja. Was? Was? Moment. I didn't know he was still alive. Thank heavens. I haven't seen him in person. And I don't know how I'd react. How do you thank the man who saved your life? I'm so glad that someone so kind has reached safety. And speaking of safety, please take care of yourself out there. Sie hat über diesen einen Schäferhund geredet, ne? You're not the only one who's curious. Most people get around to asking where I'm from. Ja, woher denn? My looks give it away, don't they? Nein. Suffice it to say, I'm from the country of the morning, beyond the ocean. Ah. But I wouldn't be much of a tour guide. All I know about it is their weapons. Mm-hmm. My family was a house of weapons specialists. It's quite a reputation to live up to. They almost took charge of planning for the grand exhibition. Mm-hmm. But that's their reputation, not mine. And they deserted me when I was little. Oha. I don't even know who they are. Das tut mir sehr leid. And my reputation is my own. Hey, die Feueraxt habe ich auch. I suppose my only connection to them would be weapons. Mhm. Gut. So gut. I'm an orphan, and that hardly makes me exotic in Krat. Can I help you with anything else? Okay, sie kommt aus sie hat ja das Land beschrieben. Ich glaube, ich habe die leise Vermutung, ich weiß, welches Land es ist. Luxemburg. Sorry. Waffe verbessern? Nee, das ist es auch nicht. Waffe montieren, Griff ändern. Bei irgendjemandem gab es diese Möglichkeit. Was ist bei dir? At the house of Vanini, even priceless things have a price. Das war's, ne? War's das? Nein? Ich war mir gerade sehr sicher. Elektroblitz Schleifstein, ja, den haben wir doch schon. Sammlerstücke schätzen. Was? Lächelnde Hasenmarke? Was? Oh dear. This is the mark of the Black Rabbit Brotherhood, a notorious band of stalkers. Oha. The stalkers as a unified force ceased to be after their defeat at the Battle of the Workshop Tower. The Black Rabbit Brotherhood took over the Marlum District after that. Marlum District, okay. I believe you could use this mark to move safely whilst on the Black Rabbit Brotherhood's turf, to use their unsophisticated vernacular, and give you entree to the black market as well. Ja, wunderbar. But be careful, sir. Okay. The Black Rabbit Brotherhood is quite infamous for how they treat interlopers. Mm-hmm. If they catch you, they'll put you in the liar's coffin. Was? Yes, I believe it is as unpleasant as it sounds. Das stimmt. Ah, and I see we have new physical records to catalog for the collection. Such effort deserves commensurate reward. Schallplatten und ich krieg was von dir? Ja, ja klar, sowieso. Sichel Mondstein, let's go. Wunderbar, vielen Dank, Pulcinella. At the house of Vanini, even... Ja, ja, ja. Auch bei ihm war es nicht. Wo war das? Was, bei dir? Welcome to Hotel Croft. Ja, ja, warte, kaufen. Nee, das war's auch nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich rede nochmal mit ihr, mal gucken, was sie zu sagen hat. Ja? It seems nowhere is safe now. Hm. Maybe those who went there seeking refuge became monsters somehow. But the petrification disease turns you to stone, not into a monster. I'm worried about the Malam district, just below the cathedral. I wonder whether there are monsters there, too.
Ich werde auf jeden Fall dort vorbeischauen, meine Liebe. So, ich muss trotzdem herausfinden, war das bei unserem Daddy? Bei Papa? Geppetto? Ich weiß nicht mehr. Hast du irgendwas Neues? People have no idea. Thanks for keeping me company. Ja, Moment. Nein. Tschüss. Ach, guck mal hier. Blight. Der Halbwolf. Nein, ist natürlich ein Hund. Oh, it's you. Ja. This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside. Oh, Moment, er wollte das, glaube ich, haben. I am the Hound, a descendant of the city's most aristocratic families. Repaying debts is what we nobles do. Mhm. Anyone with a worthy spirit is especially welcome. Accordingly, da haben wir's. I shall give you the honor of laying eyes upon my treasure. Sehr schön. However, you must prove your worthiness. For this legendary treasure, the ergo of a powerful enemy shall suffice. Absolut. It's up to you if you want to make the exchange. Take your time to admire it. Zeig mir, dass du würdig bist, kaufen. Ist es das, was ich... Parademeister? Nee. Ah, da ist es doch. Der Dreizack des Bundes. Ich könnte entweder dieses Amulett hier machen. Bei Verwendung von Pulszellen besteht eine Chance, dass keine verbraucht werden. Boah, das ist natürlich nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Aber die Waffe ist natürlich auch nicht zu verachten, ne? Wenn du den Angriff deines Feindes zum richtigen Zeitpunkt abwehrst, kannst du einen kraftvollen Angriff auslösen. Blockparade ist nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen besser. Ein Amulett, das einer Puppe angebracht werden kann. Für die Bewegung nützliche Informationen und Erinnerungen können in das Symbol eingeprägt werden. Ja. Ich mach's damit. Das finde ich etwas sinniger. Ausverkauft. Das heißt, den kann ich aber auch nicht mehr machen, ne? Weil ich kriege ja wahrscheinlich kein Ergo eines verdorbenen Engels nochmal, oder? Oder doch? Vielleicht. Ausrüstung. So, jetzt wird's schwierig. Max LP oder erhöht den Schaden? Ich bleib bei Max LP, das ist wichtiger. So, und jetzt das Amulett des Namenlosen. Bei Verwendung von Pulszellen besteht eine Chance, dass keine verbraucht werden. Das heißt für mich, wenn wir uns heilen, kann es sein, dass wir die Dinger hier nicht verbrauchen. Das ist geil. Auch wenn es eine geringe Chance ist, eine Chance ist da. Voll geil. Was will ich denn mehr? Wie sieht's aus mit meiner... Oh, wir sind etwas schwer, sehe ich gerade. Mist. Wahrscheinlich wegen dir, ne? Jo, da ist aber ein fettes Amulett. Jetzt immer noch etwas schwer. Scheiße. Vielleicht können wir uns ein bisschen verhelfen hier mit Ergos. Das tausche ich ein. Das ist egal. Es gibt nur 300. Und jetzt. A puppet that keeps changing, keeps growing. Ja. I can feel a change in your ergo. Change is never easy. Look at me. A human trapped in the shackles of the past. I wish I was back in Krat before the petrification disease. Before the disaster. Krat was a city of light. A city of joy. I wish I could go back. Even just for one day. Das glaube ich dir gerne. Meine Liebe, hilf mir. Hilf mir, das Krat wieder aufzubauen. Maximale Ladung. Wir sind dann immer noch etwas schwer, willst du mich verarschen? Was? Ich verbrate mal beide und gucke. Das kann aber nicht wahr sein. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, dann laufen wir wieder hier mit rum, mit der Keule. wo muss ich noch hin?
Im Hotel Krat ist nichts mehr, ne? Ich habe mit jedem geredet, außer mit Geppetto. Mal gucken, was er zu sagen hat, ganz kurz. Und dann habe ich tatsächlich in den Kommentaren gelesen, ich habe irgendwo was übersehen. Ein Telefon. Wir haben ja schon mal mit so einem Typen geredet, der uns eine Aufgabe gegeben hat, ein Rätsel. Vielen Dank nochmal für die Hilfe, die ich bekomme in den Kommentaren. Ich freue mich jedes Mal. Da muss ich nochmal hin. Of the petrification disease turned into a monster. Ja, ja, ja. That's just tragic. Ich weiß. Could the disease lead to puppet frenzy? No, that doesn't make sense. Remember, puppets cannot get the disease. Ja, dann muss was anderes sein. Puppets shouldn't frenzy either. I made them to obey and protect humans, not go berserk and harm them. Das tun sie aber, mein Freund. But the stalkers blame me. They think I worked with the alchemists to spread the disease to puppets. How sad. All this resentment. With a lie at the root of it. Ja, mit Lügen kennen wir uns halt aus, ne? Why my only wish is that you stay a good boy. Oh. No resentment. No lies. Ja, klar. Ich lüge nie. The city of Krat. Nein. Ask me any... Ja, ja, ja. Wir haben nichts Neues. Okay, tschüss. Hab ich Quarz bekommen? Habe ich Quarz? Aber nicht, ne? Ist wahrscheinlich hier beim Material. Wo wäre das denn? Wahrscheinlich Material, oder? Wir haben Beten bekommen, ne? Wo war das denn? Beten. Führe die Geste Beten aus. Gebete für Gott, Trauer um die Verstorbenen. Was auch immer es ist, es sind keine Gefühle, die gewöhnliche Puppen empfinden können. Könnten. Vielleicht hätte ich vor einem dieser Gräber beten sollen. An denen wir die ganze Zeit vorbeigelaufen sind. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich würde gerne dieses Telefon suchen. Das war ziemlich am Anfang. Ja, nicht so weit am Anfang. Ich glaube, es wurde geschrieben Kapitel 2 hier auf der Map. Eingang Elysium Boulevard? Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich hatte es mir nur aufgeschrieben. Telefon verpasst. Ich will natürlich nichts verpassen. Und mal sehen. Es soll wohl wichtig sein. Bevor ich hier irgendwas verpasse, Freunde, renne ich hier ganz kurz durch und schau mir das mal an. In welche Richtung denn? Wahrscheinlich hier, oder? Hey, Freunde. So, ich renne, wie gesagt, einfach nur durch. Mach ein paar kalt, mehr oder weniger. Es soll irgendwo mit ausgehen. Ich glaube, irgendwo, wo man das Hotel sehen kann. Das erste Mal, wo man das Hotel sehen konnte. Wo war das nochmal? Ist da? Junge. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Aber wir finden das schon. Da bin ich mir sicher. Na, Doggy? Nee, so nicht. Das ist billig. Bewegt sich so langsam, wie es nur geht und trifft mich trotzdem. Das ist schon peinlich. ich glaube nicht, dass es hier war. Ich glaube nicht, dass es da war. Mal gucken. Wir rennen durch. Ich will gar nicht so viel aufhalten. Sag mal, was liegt denn da hinten eigentlich? Ach so, weil ich einen Gegner hier zerstört habe. Da hinten liegt auch was. Nein, das ist der Stargazer. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich frage mich, wie oft das jetzt sein wird, dass wenn ich mich heile, ich keine Ampulle verliere. Das
Wäre schon interessant. Ich versuche mal drauf zu achten. Ich hoffe, dass ich das nicht vergesse. Sag mal. Muss ich hier hoch? Also wenn ich jetzt zu lange brauche, dann kühlt sich das ab, aber vielleicht kommen ja neue Sachen, die wir hier finden. Okay. Wo war denn das? Hier ist wieder dieses Husten. Du Drecksack. Das ist zu langsam. Ja, da unten hat noch einer gelauert. Den habe ich mir gemerkt. Schön. Ich befürchte, dass wir hier falsch sind. Ja, ansonsten, wie gesagt, werde ich das ein bisschen abkürzen. Denn ich will natürlich nicht eure Zeit klauen. Natürlich nicht. Ja, hier sind wir schon am nächsten Stargazer. Das ist nicht richtig. Aber es soll hier irgendwo sein. Irgendwo muss das doch sein. Wo war denn das? Innenhof des Rathauses. Rathaus von Krat. Ich suche es mal. Und wir sehen uns gleich vor dem Telefon wieder. Ihr wisst wahrscheinlich, wo es ist. Ich nicht mehr. Also bis gleich. Okay. Ich glaube, ich habe es gefunden. Da bin ich wirklich nicht rangegangen. Okay, wiederhole nicht. Hey, da kann ich doch gar nichts machen. Aber... Ah, ich hoffe, ich habe das nicht verpasst. Aber das ist doch das Telefon. Hören. Dear citizens of Krat, the recent puppet prince is believed to be just a momentary glitch. There is no cause for alarm. Do not panic, whatever you may hear. The city is safe to traverse. Oh ja, voll. We repeat, do not be alarmed, citizens of Krat. We are effectively handling the situation with the cooperation of the workshop and the alchemists. Mm-hmm. The puppets are, naturally, imprinted with the Grand Covenant that prioritizes human safety above all. Please remain patient while the proper... Ich bin die zuständige Behörde, wie es aussieht. Your active cooperation is requested and required. You okay. Will refrain from any unauthorized departures, assemblies, or active protests. Okay, aber das ist ja kein Telefonat. Your safety is of the utmost importance to your city. The time for fear is over. Krat is safe. Oh ja, das ist... Vor allem die Kathedrale war sehr sicher, ja. Das ist... Der Lärm ist zu laut, du hörst gar nichts. Okay. Okay, das habe ich tatsächlich verpasst, ne? Also vielen Dank, aber das war, glaube ich, nicht das, was du meintest. Ne, ich... Ich sollte ja was Wichtiges bekommen. Ich habe nichts bekommen. Was nicht schlimm ist. Ja, also... Wie gesagt, ich bin sehr dankbar für die ganzen Kommentare. Aber ich glaube, das ist nicht das richtige Telefonat gewesen. So, ich brauche einen Stargazer. Da hinten ist einer. Übrigens, man kommt sehr einfach an dieses Telefon oder an diese Radioübertragung. Das war ja kein Telefon. Wenn man von hier startet. Das ist also sehr am Anfang noch am Bahnhof. Ja. Aber eben nicht das, was wir eigentlich
wollt. Na, ist nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Hier, guck. Hauptbahnhof Plaza von Krat. Also das ist direkt das allererste. Pfad des Pilgers. Wollte ich da jetzt hin? Ja. Ja, wollte ich schon. Das wollte ich schon gerne tun. Und jetzt wird es langsam spät. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich jetzt aufgenommen? Ja, okay. Ein paar Minütchen mache ich noch, aber ich, bei diesem Spiel braucht man volle Konzentration, sonst kriegst du ja nicht mal die Hunde kaputt. Es ist tatsächlich so, es ist schlimm. Es ist ganz schlimm, aber das macht ja den Reiz aus und ich möchte es ja auch alles sehr gut hinbekommen. Oh. Mein Verdacht wieder. Geminis Notfallschutz. Mein Verdacht hat sich wieder bestätigt. Kann ich eigentlich von hier auch runterspringen und den massakrieren? Das geht nicht. Aber ein netter Versuch. So, was haben wir hier? Ein Mondstein. Noch ein Mondstein. Wunderschön. Klasse. Wo komme ich denn hier hin eigentlich? Wieso sind wir wieder mitten im Wald? Oi, 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 ey. Beruhig dich mal hier. Was ist mit dir los? So, hier. Geht es hier weiter? Ist das der normale Weg? Das sieht danach aus, ne? Ich gehe gleich... Da kommen schon die Hunde vom Himmel geflogen. Das Fragment gehört mir. Und das hier auch. Oh mein Gott, ein Sägeblatt. Das war's mir wert. Ein Sternfragment. Nice. Okay, da unten geht's irgendwo hin. Was kommt denn da auf mich zu? Ist das ein Bär? Das sieht aus wie ein Bär. Oh, die Bären bei Elden Ring waren katastrophal schlimm. Ja, 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 das. Ich sehe schon. Es ist auch nicht viel besser hier. Junge, der Bär, Alter, der haut aber auch drauf. Der lässt sich auch nicht stunnen. Und ich komme nicht dran, weil ich so doof bin. Willst du mich eigentlich... Ja, ich kann verstehen, dass du da sauer wirst, weil ich einfach zu doof bin. Oh, Junge, ist ja hart. Ich sag ja, die Bären von Elden Ring. Den hat's ziemlich zerfetzt. Und Sternfragment haben wir bekommen. Wunderschön. Wunderbar. Was will ich mehr? So, wo geht's hier hin? Bitte sag mir, dass eine Sackgasse ist. Ich bin der schlauste Mensch der Welt. Eine Kiste. Ganz ehrlich, von wo? Von wo kommt der jetzt geflogen? Einfach aus dem Himmel oder was? Was soll das denn? Das ist doch scheiße. Ernsthaft. Die Klinge eines säurehaltigen Kristallspeers. Mhm. Okay. Säureangriff geht natürlich nach oben. Höher als der Elektroblitz. Aber das ist halt eine Speerwaffe. Das ist...
damit schlägt er nicht wirklich, damit sticht er zu. Ich hasse das. Ich hasse diese Waffen. Schön, dass wir die gefunden haben, aber nichts für mich. Ich mag eher Hiebe. Hier, sowas. Das ist eher meins. Oh mein Gott. Okay, weißt du was? Wir gehen gerade zu diesem Stargazer hier oben. Wir haben eine neue Waffe gefunden. Wunderschön. Ich freue mich sehr. Und dann ist das hier ein perfekter Zeitpunkt, um zu speichern und die Aufnahmesession zu beenden. Wir sehen wunderschön aus. Wir sind der schönste Junge der Welt. Und wir kämpfen uns durch die ekelhafteste, dreckigste und schlimmste Gegend aller Zeiten. Durch Grat. Freunde, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.